Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Heute spielen wir mal wieder als Dilophosaurus. Ich habe nämlich richtig Lust auf den, deswegen musste ich den unbedingt nochmal spielen. Ich habe ja auch gerade schon einen Artgenossen gehört, da würde ich gern hingehen. Ich glaube, die Sonne geht gerade auf, oder? Nee, die geht unter, schade. Aber ist vielleicht als Dilo auch gar nicht so schlecht. Oh, guck mal, hier ist direkt was. Und ein Schweinchen ist hier auch. Das wird, glaube ich, gerade angegriffen von irgendwas. Vielleicht kann ich da ja mitmischen. Oh, da vorne ist ein... Da sind mehrere Kanus, oder was ist das? Ich glaube ja. Ja, so ein Mist. Das ist natürlich schlecht. Wenn die was überlassen, könnte ich da absnacken, ansonsten wird das schwierig. Ich glaube, gegen so große kann ich nichts machen. Vielleicht gegen den kleinen da. Ich habe halt mein Gift. Damit kann ich die halt schon relativ in Panik versetzen. Aber wirklich töten, das wird, glaube ich, dauern. Aber hier ist halt richtig was los. Guck mal, da vorne ist auch noch wieder was. Es wird halt auch nichts. Ich bin halt zu klein. Das sind, glaube ich, Hereras. Was hat mich doch da gerade gesehen, oder? Ich mach mal Nachtsicht an. Gerade schon wieder ganz blöd mit den Lichtverhältnissen hier. Ich habe auch keine Ahnung, was hier abgeht. Hier geht so viel ab. Ich bin froh, wenn ich irgendwas zu fressen finde. Ich esse jetzt hier auch einfach ein bisschen Keule. Auch wenn es nicht die Diät ist. Aber bevor ich hier wieder verhungere. Das ist ein Dryo, oder? Ich habe ihn auch schon vergiftet. Es leckt leider ein bisschen. Ich glaube, der Server hat Hyping. Mit dem Gift können wir halt vielleicht arbeiten. Da ist er gewesen. Ist halt in dem hohen Gras immer sauschwer. Was? Gott, ist der Server laggy. Ja, der Dryo hat jetzt auch einen neuen Kick. Aber ich weiß nicht, ob Kämpfen gerade das Richtige ist. Ich will nämlich gerne überleben. Ich glaube, ich sollte abhauen. Wir haben jetzt ja ein bisschen was im Magen, das ist ganz gut. Und ich will eigentlich auch von diesem See verschwinden, weil hier ist, glaube ich, ein Spawnpoint, deswegen ist hier so viel los. Oh nein, ich schnappe einfach. Ich habe Dilo gegessen. Ausgerechnet zwischen den ganzen Leichen habe ich Dilo gesnackt. Oh Mann. Das heißt, ich habe jetzt Muscle Spams. Oha, was ist hier? Rearmee. Ich glaube aber nicht, dass ich die down kriege. Guck mal, selbst die sind am laggen. Oh Gott, der Server braucht dringend einen Restart. Naja, egal. Ich halte mich eh erstmal jetzt aus Kämpfen raus, also ist das alles fein. Ein Kano. Haben wir gut vergiftet. Oh, der ist sogar down gegangen. Die lilane Stufe ist nämlich immer die höchste Stufe. Das ist ganz nice. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt die Organe rausholen können. Wahrscheinlich schon. Wenn ich da jetzt den Darm rauskriege, das wäre ideal. Das ist ein normales Fleischstück, glaube ich. Das ist eine Lunge. Da ist der Darm. Oh, der füllt auch die Diät auf. Das ist perfekt, weil das andere lag hier, oder? Das S? Ja, genau. Sehr schön.
Dann haben wir gleich vielleicht die perfekte Diät, wenn das Tierchen hier reicht. Ich glaube, das ist ein Reh, ne? Ja. Oh, das wäre ein idealer Start. Ich hätte auch einfach das andere Organ noch essen können für das S, aber ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, das ist der Lungenflügel? Ne, ich weiß es gerade nicht. Ich hatte jetzt auch keine Lust nachzugucken, deswegen esse ich einfach das hier und dann passt es. Perfekt. Beste Diät zum Wachsen. Müssen wir hier schnell weg. Ja. Er ist wieder da. Er ist wieder gespawnt. Die Rache. Oh Mann, ey. Jetzt schnell weg hier. Oh Gott, ist das ein fieser Spawnpunkt. So, ich schluck das jetzt noch schnell. Dann ist der Magen relativ voll. Ich bin zufrieden. Ich glaube, wir können jetzt auch erstmal die Nacht so ein bisschen im Busch verbringen. Na, guck mal, hier ist die Brücke. Ich überlege halt, ob ich hier gleich nochmal irgendwo trinken sollte. Ich habe ja keinen Bock, von einem Croc gefressen zu werden, sage ich euch ehrlich. Ich kenne halt hier auf der Karte halt null diese Hotspots. Auch keine Safe Spots. Aber guck mal, hier im Wasserfall könnte es doch safe sein. Ich hoffe es einfach mal. Zumindest kann von links nichts kommen. Hat alles geklappt. Ich komme aber nicht mehr hoch. Okay, das war kein guter Spot. Muss ich sogar noch schwimmen. Egal, ich lebe. Das ist alles, was zählt. Gott, ich habe mich mit dem Falschen angelegt, glaube ich. Muss er weg. Oh nein, sie haben mich umgekickt. Oh Gott. Oh, sie haben mich nochmal umgekickt. Ich glaube, das war's mit mir gleich. Ja. Shit. Ich habe jetzt wieder neu angefangen, aber ich habe direkt einen Mate gefunden. Aber leider musste ich jetzt auf einen anderen Server gehen, weil ich konnte bei dem, wo ich vorhin gespielt habe, kein Dilo mehr auswählen. Also nicht wundern. Hier sind natürlich Crocs an dem See. Trink trotzdem mal schnell. Ich habe übrigens schon Schaden bekommen, weil ich runtergefallen bin. Ich hatte gerade auch schon Bein gebrochen. Da hatte ich leider die Aufnahme noch nicht an. Da vorne läuft was. Das ist ein Kanu. Boah, das Croc hat ihn fast erwischt. Die Crocs kommen auch. Ist schon wieder Leben am Limit, ich sag's euch. Aber das Croc ist auch noch hier am Start. Ein kleines Croc sogar, glaube ich. Da muss ich auch aufpassen. Ich häng fest. Oh, da war so ein kleiner Vogel. Oh mein Gott, der hat mich einfach gebodyblockt. Dann sitzt er da am Gras. Das Croc, glaube ich, am Kopf getroffen. Vielleicht können wir uns auch verbünden gegen das Croc. Ich glaube, der Kano hat es verstanden, dass wir uns verbünden.
Oh, da ist noch ein Croc. Gott, jetzt geht's hier richtig ab. Hoffentlich packen die den Kanu, das wäre so lustig. Er hat's verdient. Oh. Oh. Sind voll viele die los. Da vorne ist was. Ha. Oh. Ist aber ein anderer Dilo, der nach mir schnappt. Dann du hast Croc angegriffen. Oh! Aber der rennt die Klippe, glaube ich, runter. Versuche ihn ein bisschen den Weg abzuschneiden. Ich kann nicht zubeißen, ich habe einen Bug. Och nee. Ah, ich habe was im Mund. Ich bin dumm. Aber er hat ihn vergiftet. Das ist ganz nice. Ich glaube, sie haben ihn. Ich hätte gern das Herz. Ja, das war perfekt. Jetzt habe ich eine gute Diät. Sehr schön. Da waren es nur noch zwei. Oh mein Gott. Da kam einfach aus dem Nichts. Hilfe! Mein Mate haut ab irgendwie. Der wurde hart getroffen. Dann sollten wir auch abhauen. Oh nein, mein Mate ist runtergefallen. Ich weiß es nicht. Das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich ganz auf mich allein gestellt. Da vorne läuft ein Kanu, glaube ich. Oh, da kommt was. Ein kleiner Dilo. Okay. Ist halt auch gerade stockduster. Können jetzt ja mal auf den Blitz warten. Mega. Ja, ich habe trotzdem Angst, weil hier läuft noch ein ausgewachsener Kanu umher. Und deshalb muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Was war das? Kanu. Okay, ich habe ihn auf jeden Fall vergiftet.
Ja, der hat voll das Gift abbekommen. Der ist ein bisschen verwirrt. Der beißt doch schon ganz wild um sich. Oh, da ist noch was. Ein Pachi. Was mischt der sich denn jetzt hier ein? Vielleicht können wir gleich Friendly mit dem machen, weil wir das Food brauchen. Der soll sich den mal holen. Haben wir noch ein paar Klone. Dass er verwirrt ist. Ich hoffe, der Pachi kriegt den. Wo ist der hin? Da. Oh nein. Und der Pachi hat mich gefunden. Warum mich? Genau in dem Moment. Wieso muss der sich denn jetzt hier einmischen, der blöde Pachi? So was Blödes. Ich hätte ihn gerade killen können, wäre der nicht gekommen. Na komm. Oh, da kommen auch die Crocs. Oh, als ob der mich getroffen hat. Der hat auch eine neue Attacke, glaube ich, der Kano mittlerweile. Ich weiß aber gar nicht genau was. Ja, die Crocs haben auch Bock. Ah, Mist, ey. Das ist schwierig alleine. Und Tommy ist halt so klein, dass er kaum Impact hat. Er müsste halt einen Angriff faken und dann könnte ich vielleicht zuschlagen. Oh nein. Der hat mich gut erwischt. Und Tommy hat er auch gehittet. Ah, damn. Das wird nix. Ich hau ab. Tschüss, Tommy. War schön mit dir. Haben wir nicht gut gefightet. Oh, er hat mich gefunden. Das gibt es nicht. Das ist ein anderer Kano. Ah, fuck, er hat mich getroffen. Ich kann ihn vergiften. Das hilft natürlich enorm. Dadurch kriegt er halt Ablenkung. Ah, das ist einfach ein anderer Kano gewesen. Das war nicht der, den wir vorhin angegriffen hatten schon. Ja, ich bin jetzt übrigens auf einen anderen Server gewechselt. Der hat mich zum Glück nicht mehr getötet. Aber der Server war super leer. Da waren irgendwie nur noch 20 Leute drauf. Deswegen habe ich jetzt nochmal auf den vollen Server gewechselt, wo ich mir dann einfach ein Grow abgeholt hatte zur richtigen Zeit. Das heißt, ich war jetzt schon direkt voll ausgewachsen. Oh.
Sehr schön, Leute. Oh, Alter, diese Hitbox. Das ist safe, der Server Desync. Ah, ich schon lange ausgewichen immer. Sehr gut, Leute, weiter so. Oh, da ist ein Raptor auch noch. Oh nein, einer ist down von uns. Aua. Shit. Okay, wir haben ihn. Sehr gut. Attackt uns jetzt hier noch was? Wenn die Raptoren kommen. Ganzes Rudel. Oh Gott, sind das viele. Oh Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Shit. Oh Gott. Muss hier eigentlich weg. Bin super low. Ab in Schlammbad. Stoppt die Blutung. Ja, auch keine Ausdauer mehr. Wissen. Oh shit, ich bin auch down. Oh, was ein Gemetzel am Ende. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß mit dem Dilo. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt auch gerne noch in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.